Hallo, in diesem Haartutorial zeige ich euch eine schöne und einfache Flechtfrisur, einen sogenannten 3D-Zopf. Nehmt das ganze Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, unten oder oben, wie ihr wollt. Teilt die Haare in drei gleich große Partien. Teilt die linke Strähne in zwei Hälften, legt dann die mittlere Strähne dazwischen und verbindet die beiden Hälften wieder zu einer Strähne. Teilt die rechte Strähne in zwei Hälften, legt die mittlere Strähne dazwischen und verbindet die beiden Hälften wieder zu einer Strähne. Teilt wieder die linke Strähne in zwei Partien, legt die mittlere Strähne zwischen diese Partien und verbindet sie wieder. Teilt die rechte Strähne in zwei Partien, legt die mittlere Strähne zwischen die Partien und danach verbindet sie wieder zu einer Strähne. So flechtet ihr weiter. Wie ihr seht, haben wir beim Flechten immer drei Strähnen. Die Flechttechnik dieses Zopfes ist wirklich sehr einfach. Teilt wieder die linke Strähne in zwei Partien, legt die mittlere Strähne zwischen diese Partien und verbindet sie wieder. Teilt die rechte Strähne in zwei Partien, legt die mittlere Strähne zwischen die Partien und danach verbindet sie wieder. So macht er weiter, bis ihr das ganze Haar geflochten habt. Das ist eine ideale Frisur für den Alltag, für die Schule, die Uni oder die Arbeit. Fixiert den Zopf am Ende mit einem Haargummi. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!